Hallo ihr Lieben, ich bin Duygu von Cook Bakery und habe jetzt passend zur Osterzeit einen super saftigen Rüblikuchen mit Marzipanmöhren für euch. Benutzt habe ich die feine Marzipanrohmasse von Zentes und die Zentes Sonnenfrüchte Aprikosenkonfitüre. Perfekte Kombination. Es geht jetzt direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Teig brauchen wir 300 Gramm geriebene Karotten, 5 Eier, 300 Gramm gemahlene Mandeln, 150 Gramm Mehl, 250 Gramm braunen Zucker, 225 Milliliter Öl, 1 Teelöffel Zimt, eine Packung Vanillezucker und einen Teelöffel Backpulver. Zunächst werden Eier, Zucker und Vanillezucker ein wenig verrührt und anschließend das Öl hineingegeben und darunter gearbeitet. Danach kommen die trockenen Zutaten hinzu, also Mehl, gemahlene Mandeln, Zimt und Backpulver. Und das Ganze wird so kurz wie möglich eingerührt. So bleibt der Kuchen nämlich schön saftig. Zum Schluss kommen dann die geriebenen Karotten hinzu, werden kurz eingerührt und fertig ist der Teig. Jetzt schnappt ihr euch eine Kastenform. Meine hat eine Länge von 30 cm. Diese habe ich schon eingefettet und ausgemehlt. Dort fülle ich jetzt den Teig hinein. Nun wird der Kuchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für etwa 60 Minuten gebacken. Der Kuchen wird dann gestürzt. Er sollte aber nicht mehr heiß sein, nur noch warm. Und dann streichen wir die leckere Sonnenfrüchte-Aprikosen-Konfitüre darauf. Ich habe ungefähr die Hälfte der Konfitüre dafür verwendet. Während die Konfitüre etwas einziehen und der Kuchen kalt werden kann, können wir uns schon mal um die Marzipanrübli kümmern und dafür brauchen wir die feine Marzipanrohmasse von Zentes. Etwa 80 Gramm der Marzipanrohmasse habe ich mir orange eingefärbt und einen kleinen Teil grün. Den orangenen Teil habe ich mir in eine Wurst geformt und teile mir jetzt insgesamt 10 ca. 2 cm große Stücke ab. Diese Stückchen forme ich mir jetzt erstmal zu Kugeln und anschließend zu kleinen Möhren. Damit das Ganze etwas echter aussieht, habe ich mir mit einem Modelliertool, ihr könnt aber auch ein Buttermesser verwenden, so kleine Rillen eingeschlitzt. Für das Möhrenkraut wird die grüne Marzipanrohmasse durch ein Haarsieb gegeben. Ihr seht, dass die Struktur sehr schön aussieht und eben so ein bisschen krautähnlich wird. Ihr nehmt euch dann so kleine Stückchen von ab und klebt die hinten an die Möhren dran.
Weiter geht es jetzt mit dem Frischkäse-Frosting und dafür brauchen wir 300 Gramm Frischkäse in Doppelrahmstufe, 100 Gramm Puderzucker, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Zitronenschalenabrieb und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Alle Zutaten kommen in eine Rührschüssel und werden glatt gerührt und somit ist das Frischkäse-Frosting auch schon fertig. Das Frosting wird jetzt ganz unregelmäßig über den Rüblikuchen gestrichen und für die Deko kommen jetzt natürlich die Marzipanmöhren darüber. Vor dem Verzehr sollte der Kuchen für circa 2 Stunden in den Kühlschrank und dann kann er direkt angeschnitten und verzehrt werden. Fertig ist der leckere, super saftige Rüblikuchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kuchen mal ausprobiert und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!